Na, ihr seid ihr da. Der ist der richtig stark. Der Bogen für den Anfang. Einen, zwei, drei. Ja, die Zombies sind leider am Anfang noch extrem schwach. Also sie sterben sehr schnell. Vor allem an den Elementarschäden. Wie seht's? Es sind hier nur ein paar Gegner und die sterben schon wie Fliegen. Das merkt nichts, aber ein Orb of Change schon gefunden. So, wir arbeiten mal das Gebietssystem jetzt ab. Oder nein, wir gehen durch. Ist nichts viel zu zeigen. Das ist jetzt wegen dem Flammenboten, also dem geworfenen Getränk, der Molotov guckte. Ist der so, sind die so schnell gestorben? Aber später haben wir Mini-Elementar-Resistenz und eine Elementar- Resistance Aura. Und dann sind eigentlich die Zombies unbesiegbar gegen solche Schäden. Geht relativ schnell. So, geben wir jetzt 8% mehr Mana. Jetzt haben wir schon 117. Oh, und dieses Let's Play ist auch ein Guide. Da setze ich auch ein Let's Health ein. Oben. Also ein Let's Play und Health. Und wenn ihr Fragen habt, oder wenn ihr das Spiel mal mit mir zusammen spielen wollt, gerne. Ich habe verschiedene Charaktere. Ich kann auch einen neuen anfangen. Und wenn ihr mal etwas zwischenlagern wollt bei mir, das dürft ihr gerne. Ich nehme nichts raus. Diese Items gehören dann euch. Ich habe nämlich 10 Slots. Und am Anfang hat man nur 4 oder 3. 4, glaube ich. Oh nein, jetzt kommt diese Witch. Das ist die Unique-Gegnerin hier. Und ich treffe mal gar nichts. Wir müssen hier irgendwo einen Gang nach oben finden. Einfach aufpassen, dass der Feuerreck nicht zu viel Schaden macht an euch. Ich habe auch gute Defensive. Und dann mit den Items. Aber am Anfang macht das schon viel Damage. Immer in Bewegung bleiben. Das ist die beste Taktik gegen die. Ich kann nämlich nur angreifen mit diesem. Ich glaube, sie hat noch einen Feuerball, aber mit diesem Feuerregen kann sie als einziges angreifen. Dauernd. So, dann haben wir die drei Zombies. Hier gibt es irgendwo noch eine zweite Ebene, die machen wir jetzt aber nicht. Da bekommt ihr dann eine Potion, entweder eine Life Potion, eine Mana Potion oder eine Geschwindigkeitspotion. Und ich würde immer die Life Potion nehmen, weil am Anfang braucht man eigentlich nur Life und Mana. Aber Geschwindigkeitspotion. Ja, ich setze eigentlich nie Geschwindigkeitspotions ein. Ich habe lieber die Hast-Aura an. Und wahrscheinlich nehme ich die Hast-Aura auch lieber. Hier für die Zombies. Weil sie dann schneller angreifen können, schneller Bewegung haben. Und so weiter. Und ich natürlich freeze die Gegner ganz langsam mache, auch mit Temporal Change. Chains. Und dadurch eigentlich ich so extrem overpowered werde, dass die Zombies eigentlich immer leben. Weil sie einfach nicht angegriffen werden können. Also sie werden mal von ganz weit angegriffen und ich war nicht bereit oder so. Das glaube ich eher nicht. Hier gibt es auch noch eine extra Ebene, da bekommt man Regression Points. Das sind die, die zurücksetzen von den passiven Skills. Die brauche ich momentan auch nicht. Also heben wir die auch mal für später auf.
So, jetzt haben wir bald die Minions. Haben wir einen vierten Minion. Und hier müsst ihr die Nester suchen, sie aufmachen und dann die Glyphen rausnehmen. So. Wo könnte noch eine Glyphe sein? Hier unten müssten sie sein. Ja, die sind relativ stark gegen diese. Der Vorteil ist beim Durchrushen, man bekommt viel mehr Gems. Weil die Höhe von den Monstern ausschlaggebend ist. Im Vergleich zu unserem Level, wie viel die Chance ist. Und ja, wenn man gute Items hat, ist es eigentlich besser, wenn man durchrusht. Aber am Anfang würde ich es noch nicht empfehlen. Sucht einfach mal nach Items, nicht nach Gems. Und sucht ja nicht konzentriert auf ein Game, wie ihr unbedingt braucht. Spielt einfach und am besten bei gleichleveligen Gegnern. Da habt ihr bald den Game, weil die Chance ist schon sehr gering. Was war denn das? So, wir haben alle drei Gems. Ja. Also, wir haben jetzt Glyphen, genau, Glyphen. Und wir gehen jetzt irgendwo hier. Genau hier unten. Hier gibt es noch Zombies. Oh, ganz viele kommen hier raus. Von denen noch hoch machen, indem wir sie neu beschweren. Und wir können hier erhöhen. Die Zombies stärker machen. Sie haben jetzt nur 39 Leben, aber schon bald haben sie über 200. Und das ist schon wieder viel dann. So, jetzt können wir mal Rewards holen. Die Belohnungen. Mal schauen, was es gibt. Stormcall, Firestorm, Ice Nova, Race Zombie. Wir könnten die Ice Nova nehmen. Oder, ja, wir nehmen die Ice Nova. Verkaufen hier den Schrott. Oh, falsches. Händler Inventar, so, hier zum Verkaufen brauchen wir. Und legen hier ein paar Sachen rein. Hier könnten wir nicht die nochmals und diese. Und hier den Schrott abschieben. Sodele. Oh, wir haben keine Slots für blaue Gems. Müssen wir mal schauen. Ja, die sind besser. Mal zerstören. So, gibt's noch andere Items? Armor Life. Naja. Doch. Und hier könnten wir noch den Mana Ring. Und hier die Köche auswechseln. Und ja, sonst können wir noch keine Gems. Hier sind zum Beispiel Elementarresistenzen.
Hier auch. Und eine mit Vapen. Ich weiß nicht, wie die geht. Wenn einer weiß, wie man die beschwören kann, irgendwie vom Level abhängig. Ich glaube, die Items müssen höher sein oder so. Oder tiefer. Verstehe ich jetzt auch nicht. So, dieser Gürtel können wir noch vorne nehmen. Level 8 haben wir leider noch lange nicht. Erst in 3 Levels. Okay. Oh, das sieht cool aus. Da hat man Style. Wie viel Geld hat er ausgegeben? Das Razer-Logo an den Beinen. An den Füßen. Wir müssen ja wieder hier rein. Haben wir das abgelegt? Nein. Fast vergessen. Ja, so. Die Stiefel sind übrigens von mir. Und ich glaube auch, das Might Flay. Schieres Ding ist von mir. Limb Split. Dieser Brick Break ist von mir. Es gibt viele Items, die ich ja nicht beigestellt habe. Die anderen sammeln es, ich verschenke es. Oder verkaufen es, die anderen. Kann ich verstehen. Also Animate Weapon. Wir suchen mal eine Weapon, am besten eine weiße wahrscheinlich am Anfang. Und dann setzen wir das ein. Ah, gut. Und jetzt kommt die mit. Okay, man muss Alt gedrückt lassen, wenn man es so eingestellt hat. Dass man die Items nur aufnehmen kann, wenn man Alt drückt. Damit man hier durch die Items laufen kann, habe ich so gemacht. Ah, das geht auch nur ein paar Sekunden, okay. Ist ein bisschen blöd. Oh, so ein Schwert ist auch nice. Hallo, Schwert. Ja, du musst aber hier mitkommen. Schön die Gegner einfrieren, damit die Zombies sie erledigen können. Leicht erledigen können. So, und die Frostdauer hat schon ein Level up. Sieht das mit dem Rapier. So, hier machen wir die Nebenquests, weil die gibt einen Skillpunkt. Jetzt können wir eigentlich ein bisschen mehr Bogen angreifen, ist schneller. Und wir suchen, nein, nicht den Ausgang, den anderen Eingang. Yeah, schon besser. Hier ist noch eine Kiste. Leider sind Kisten meistens Schrott, weil es nicht mit IIR und IIQ, also Increased Erhöhung der Gegenstände und also Zahl der Gegenstände und Rarity, also die Rarität der Gegenstände erhöht. Diese Items wirken nicht auf Truhen, also Item Stats meine ich. Und ja. Deshalb Kisten öffnen.